So, guten Tag. Wir haben es gerade bei mir 23 Uhr und 57 Minuten. Also ich werde jetzt auch nicht so laut reden, weil meine Eltern schlafen nämlich schon. Deswegen werde ich meine Stimme auf 100 drehen, aber ich bin halt nicht so laut. So, wir gucken uns heute 10 seltsame Fahrstuhlmomente, die auf Kamera festgehalten. Oh Gott, ich kann schwer nicht lesen. Ist schon echt spät. Ja, das werde ich euch hier mal zeigen. Wartet. Gott, ich muss jetzt mal durch zwischendurch. Oh, Alter, ich bin so müde. Aber ey, komm. Ich dachte, für YouTube ist bestimmt immer Zeit. Und ich will auch meine Abonnenten nicht entschuldigen. Also hier. Das werden wir uns heute angucken. Achso, ich habe ihn da drauf. Lasst ein Abo da. Ein Like. Gucken, ob alles läuft. Ja, hier können wir noch etwas größer ziehen. Also das ist jetzt die Fortsetzung von dieses Video hier, das hier. Weil hier hatte mein PC das nicht mehr geschafft. Ich habe auch den Fehler gefunden, hoffentlich geht das jetzt besser. Ja, das ist so gesagt die Fortsetzung des Videos. Warte mal. 4 Aufrufe? Vorhin hatte ich nur 2, okay. Aber los. Was hat ein Aufzug mit dem Leben gemeinsam? Richtig, in beiden geht es rauf und runter. Aber nicht nur das, in beiden geht es nämlich auch ordentlich ab. Denn auch wenn man denken würde, dass Fahrstühle ziemlich unspektakuläre Orte sind, haben wir in diesem Video 10 verrückte Fahrstuhlaufnahmen für euch, die das Gegenteil beweisen. Ja. Neben peinlichem Schweigen und eintöniger Musik gibt es nämlich viele weitere aufregende Dinge, die von den versteckten Kameras in Fahrstühlen bereits dokumentiert wurden. Mit dabei sind hemmungslose Flirts, die schnell eskalierten, mysteriöse Aufnahmen, die schwer zu erklären sind und natürlich auch jede Menge Pranks, die entweder echt lustig waren oder viel zu weit gingen. Es wird also unterhaltsam, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr Angst vor Aufzügen habt oder nicht. Wir sind gespannt. Kommen wir auf der Nummer 10 zu einem absolut erschreckenden Prank, der in einem Fahrstuhl stattfand. Die Rede ist dabei von einer Aktion, die sich der russische Grapefruit-Safthersteller Rich für eine Werbung ausdachte. Für den Prank platzierten zwei Elektriker 6 LCD-Bildschirme in der Wand eines Aufzuges. Außerdem bauten sie einen leistungsstarken Ventilator in die Decke des Aufzuges ein und manipulierten die Elektrik des Fahrstuhls. Mit dieser Konstruktion wurden die Fahrgäste des Aufzuges dann wie folgt geprankt. Sobald sie den Aufzug betraten, sahen sie auf den vorinstallierten Fernsehbildschirmen eine täuschend echte Häuserfassade. Wenn der Fahrstuhl dann losfuhr, veränderte sich auf scheinbar ganz natürliche Weise die Perspektive auf diese Häuserfassaden. Nach ein paar Stockwerken passierte dann allerdings etwas Erschreckendes. Der Deckenventilator setzte sich in Gang, der Aufzug begann zu wackeln, laute Krachgeräusche ertönten und die Fernseher ließen es so aussehen, als würde der Fahrstuhl völlig unkontrolliert in die Höhe schnellen. Die Macher des Pranks hatten also die Illusion erzeugt, dass der Fahrstuhl außer Rand und Band war und schließlich in der Luft schweben würde. Natürlicherweise erschreckten sich die geprankten Fahrgäste. Am Ende der Aufzugfahrt wurden sie dann jedoch durch ein kleines Komitee begrüßt, das den Prank auflöste. Die Nummer 9 belegt ein virales Video aus den USA, und zwar genauer gesagt aus einer Polizeiwache in El Paso, Texas. In einem Fahrstuhl wurde dort eine versteckte Kamera montiert, das immer wieder zu eigenartigen Funktionsstörungen des Fahrstuhls kam. Als man das Material der versteckten Kamera dann sichtete, stieß man auf etwas Unerwartetes. Und zwar zeigte die Aufnahme an einer Stelle den stellvertretenden Polizeichef Tony Sherp. Nachdem dieser den Aufzug betreten hatte, machte er in der Aufnahme mit seinem Handy Musik an und begann dann ausgelassen zu tanzen, auf eine Art und Weise, die fast schon filmreif gewesen wäre. Nach einer Weile betrat dann eine Kollegin von ihm den Fahrstuhl, aber Sherp ließ sich nicht beirren und tanzte so lange weiter, bis seine Kollegin schließlich mitmachte. Ohne es zu ahnen, sorgten die beiden somit für ein virales Video. Hintergrund der Tanzeinlage von Tony Sherp war übrigens, dass er an diesem Tag nach über 40 Jahren im Polizeidienst seinen letzten Arbeitstag hatte, was für ihn allem Anschein nach ein guter Anlass war, mal so richtig abzugehen. Auf der Nummer 8 ist eine unglaubliche Geschichte, die eine versteckte Kamera im Oktober 1999 dokumentierte. Schauplatz des Geschehens war ein Fahrstuhl im McGraw-Hill Building in New York City. An einem Freitagabend um 23 Uhr wollte der Angestellte Nicholas White eigentlich nur eine Zigarettenpause machen und dazu den Aufzug zur Dachterrasse des Gebäudes nehmen.
Dann allerdings blieb Nicholas White mit dem Aufzug stecken. Zunächst versuchte er dann über die Notrufknöpfe und die Armatur des Fahrstuhls Hilfe zu holen, jedoch erfolglos. Außerdem versuchte er mit eigener Kraft die Tür des Fahrstuhls zu öffnen, ebenfalls erfolglos. So vergingen 3 Stunden, in denen White vergebens versuchte, aus dem Fahrstuhl zu entkommen oder Hilfe zu holen. Nach etwa 4 Stunden begann White dann sein Schicksal zu akzeptieren und wartete, bis jemand ihn fand. So verbrachte White schließlich ganze 41 Alter. Stunden, also fast 2 komplette Tage in dem Fahrstuhl, bis er am Sonntagmittag aufgefunden wurde. Grund dafür, dass niemand bemerkte, dass der Fahrstuhl stecken geblieben war, waren übrigens Reparaturarbeiten, die am Fahrstuhlsystem vorgenommen wurden, sodass die Fahrstühle sowieso nicht benutzt werden konnten. Auch auf der Nummer 7 haben wir eine brenzliche Situation, die von der versteckten Kamera eines Fahrstuhls in China aufgenommen wurde. Im Mittelpunkt der Situation war ein junges Mädchen, welches einen Karateanzug trug und allem Anschein nach gerade vom Kampfsporttraining kam. Besonders bemerkenswert dabei ist, dass sie einen schwarzen Gürtel trug, also eine fortgeschrittene Schülerin zu sein schien. Bevor das Mädchen mit dem Fahrstuhl losfahren konnte, betrat dann jedoch ein Mann mit verdecktem Gesicht den Aufzug. Zu zweit fuhren die beiden im Aufzug hinauf. Als das Mädchen schließlich den Fahrstuhl verlassen wollte, wurde der Mann dann jedoch übergriffig und versuchte, sie aufzuhalten. Reflexartig wehrte sich das Mädchen und wandte ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten an, um so schließlich den Mann zu bezwingen. Mit Schlägen und Tritten demonstrierte sie ihre kämpferische Überlegenheit, sodass sie den Mann schließlich in die Flucht schlagen konnte. Die Nummer 6 belegt erneut eine Aufnahme aus dem asiatischen Raum, diesmal jedoch eine Aktion aus einer japanischen Prankshow. Für die Aktion haben die Macher der Show einen Fahrstuhl in einem japanischen Bürogebäude manipuliert und ihm eine Falltür als Boden eingebaut. Als ahnungslose Büroangestellte nun den Fahrstuhl benutzen wollten, klappte der Boden unter ihren Füßen weg und sie fielen ins Nichts. Aufgefangen wurden sie dann nach mehreren Metern freiem Fall von einem Trichter, der sie auf eine Rutsche führte, die sie runterrutschten, bis sie in einem Fernsehstudio zum Stehen kamen. Allerdings wurde nicht nur der Prank durchgeführt, am Ende wurde auch noch gemessen, wie weit die Opfer des Pranks gerutscht waren und das Ganze somit zu einer Art Wettbewerb umgestaltet. Außerdem wurden die fallenden Angestellten mit Slow-Motion-Kameras gefilmt, welche für urkomische Nahaufnahmen sorgten. Auf der Nummer 5 kommen wir gleich zu 2 verschiedenen Aufnahmen von versteckten Kameras in Fahrstühlen, die aber ein und die gleiche Untat bezeugen. Beide Aufnahmen zeigen nämlich Pizzaboten, die einen Aufzug nehmen müssen, um eine Pizza an einen Kunden in einem Mehrfamilienhaus zu liefern. Beide Pizzaboten kommen dabei auf die Idee, die kurze Zeit im Aufzug zu nutzen, um in Windeseile etwas Belag von den Pizzen zu picken und ihn sich einzuverleiben. Höchstwahrscheinlich kamen auch beide Pizzaboten mit ihrer etwas unappetitlichen und frechen Aktion davon. Dennoch zeigen diese Videos, dass man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass Lieferanten die Finger von dem Essen ihrer Kunden lassen. Kommen wir jetzt zur Nummer 4 und damit zu einer etwas seltsamen Aufnahme aus dem Jahr 2017. Die Aufnahme zeigt einen jungen Mann und eine junge Frau, welche um ca. 2 Uhr nachts in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag im Mai einen Fahrstuhl betreten haben. Im Aufzug begannen die beiden dann auf sehr körperbetonte Weise miteinander zu flirten und sich anzunähern. Als die Aufzugtür sich wieder öffnete, stieß die Frau den Mann dann aus dem Fahrstuhl und erweckte somit den Eindruck, dass sie kein Interesse hatte, den Rest der Nacht mit dem Mann zu verbringen. Der Mann ließ sich von dieser Geste nicht beirren und machte einen zweiten Annäherungsversuch und nahm die Frau letztlich mit sich. 4 Stunden später, also um kurz vor 6 Uhr morgens, zeigte das Material der Überwachungskamera dann eine traurige Wendung in der Geschichte. Die Frau betrat alleine erneut den Aufzug und war sichtlich erschüttert. Sie hielt sich den Bauch, als sei ihr schlecht, und wischte sich sogar Tränen vom Gesicht. Ihre gemeinsame Nacht mit ihrer Bekanntschaft scheint also ein unschönes Ende genommen zu haben. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einem weiteren Fahrstuhl-Prank, diesmal allerdings von einem YouTuber, und zwar von dem amerikanischen Magier, Vlogger und Prankster Daniel Fernandez. Da man aus einem Fahrstuhl nur schwer fliehen kann, nutzte dies Fernandez für seine Pranks aus, um seine Mitfahrenden mit äußerst ungewöhnlichem Verhalten zu konfrontieren. So sang er seine Opfer spontan an, tanzte mit einer Freundin wild herum, als sei er betrunken, oder massierte völlig Fremden ohne einen Kommentar die Schultern. Aber seht selbst. En el huerto brillo la... Dirk, 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 Dirk.
Die Nummer 2 belegt eine sehr brenzliche Situation, die allerdings nochmal glimpflich ausging. Die Rede ist von dieser Überwachungskameraaufnahme aus einem Apartmentkomplex. Die Aufnahme aus dem Jahr 2013 zeigt eine Frau mittleren Alters, die mit ihrem Hund den Aufzug benutzen möchte. Als sie in den Aufzug geht, kommt der Hund allerdings nicht mit, da er einen Mann ähnlichen Alters gesichtet hat, der ein Tablett Eier mit sich trägt. Der Mann kommt daraufhin dem Fahrstuhl näher und möchte ebenfalls mitfahren. Noch bevor er und der Hund in den Aufzug einsteigen können, schließt dann jedoch die Tür des Fahrstuhls und klemmt die Hundeleine darin ein. Daraufhin fährt der Aufzug los und reißt den Hund mit sich, der kurz davor ist, stranguliert zu werden. Vor Schreck lässt der Mann die Eier fallen und versucht, den Hund aus der Leine zu befreien. Schließlich löst sich der Hund aus der Strangulation und ist wieder in Sicherheit. Sowohl der Boden als auch der Mann sind allerdings komplett eingesudelt mit zersprungenen Eiern. Last but not least kommen wir zur Nummer 1 und damit zu einem weiteren Prank, diesmal in einem Fahrstuhl eines Flughafens. Als ein Flughafenmitarbeiter alleine den Fahrstuhl nutzte, um zu einem anderen Terminal zu kommen, bekam dieser plötzlich unerwarteten Besuch. Als er aus dem Aufzug aussteigen wollte, stürmte nämlich ein SWAT-Team den Fahrstuhl und drängte ihn so dazu, weiter mit dem Aufzug zu fahren. Nach einer Weile löste das SWAT-Team dann auf humorvolle Weise den Prank auf. Und zwar zogen sie ihre Sturmmasken ab und begannen a cappella zu singen. Okay, alles klar. Nein. Tare schreiben, welchen Moment ihr am krassesten, lustigsten oder bemerkenswertesten fandet. Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert. Ich bin verwirrt. Also, ich fand am lustigsten, jetzt nicht böse, irgendwie das mit dem Hund, natürlich liebe ich schon, ich habe selber zwei, einer liegt hier gerade neben mir. Ja. Das Schlimmste fand ich mit dem PC, fangen wir da jetzt schon an. Mit dem, warte ganz kurz, ich mach mal das andere, so. Eine Sekunde, so. Mit dem, ich bin so müde, ich kann nicht morgen reden, wir haben 0:09, Alter. Naja. Ich fand irgendwie, dass das mit dem, wo die Monitor, tut mir leid, ich bin so müde, ich sitze hier schon mit geschlossenen Augen. Ich werde morgen nochmal ein Video drehen, wo ich nochmal alles erklären werde. Und ja, tut mir leid. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis dann.